Lektion Stammbeine. Die Funktion Stammbeine dient für mehrere Zwecke. Sie ermöglicht Ihnen, Belege wie Lieferscheine und Rechnungen schneller zu schreiben. Ein weiterer Vorteil ist die individuelle Preisgestaltungsmöglichkeit pro Kunde. Es gibt zwei Arten, wie Artikel in diese Liste gelangen können. Erstens, die Warenwirtschaft lernt, unter Anführungsstrichen, welcher Kunde welche Artikel bestellt. Dies passiert automatisch, indem Sie einem Kunden eine Rechnung oder einen Lieferschein schreiben. Jedes Mal, wenn Sie einen Artikel aus der gesamten Artikelliste auswählen, wird dieser automatisch in die Stammartikel eingetragen. Mit der zweiten Version können Sie selber für einen Kunden Stammartikel anlegen. Klicken Sie dazu auf den Befehl Stammweine. Sie erhalten eine Übersicht aller bereits erfassten Stammartikel. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Stammartikel. Sie sehen nun eine Übersicht aller Produkte. Klicken Sie als nächstes auf die von Ihnen gewünschten, für den Kunden gewünschten Artikel. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf die OK-Schaltfläche. Die gewählten Artikel werden daraufhin in der Stammartikelansicht angezeigt. Hinweis: Lassen Sie das Feld Preis leer, wenn der Kunde die in der jeweiligen Preisliste eingestellten Preise erhalten soll. Möchten Sie den Kunden aber Sonderpreise bzw. Sonderrabatte geben, dann befüllen Sie die Preis- bzw. Rabattfelder. Beenden Sie die Eingabe mit einem Klick auf die OK-Schaltfläche.